Hallo Leute, Takeo hier. Path of Fire hat nicht nur ein paar geheime Story-Erfolge, sondern auch geheime Kartenerfolge mitgebracht, die ich mit euch in diesem Video durchgehen möchte, damit ihr sie auch nicht verpasst. In der Videobeschreibung findet ihr die Zeitstempel und nochmal den Link zum Video der geheimen Path of Fire Story-Erfolge, falls ihr diese noch nicht beendet habt. Nummer 1, Ausrüstungsaufspürer, ist dabei gar nicht so geheim, da ihr diesen Erfolg bei dem Beherrschungspunkt für Shadi bekommt. Sprecht dazu einfach den NPC hier im Nordwesten an und fragt nach ihrer Ausrüstung. Da ihr diese Aufgabe ebenfalls für den Greifen als Reittier braucht, findet ihr den Guide für diesen Erfolg bereits in meinem Greifen-Video. Link ist in der Videobeschreibung. Erfolg Nummer 2, Doppelbeseitiger, ist dagegen schon etwas verzwickter. Bei dem Meta-Event Der Pfad zum Aufstieg müsst ihr, nachdem der Fels der Weissagung geschlossen wurde, die ganze wilde magische Energie im nördlichen Teil der Elon-Flusslande auflösen. Habt ihr das geschafft, wird ein zufälliger Spieler von einem legendären Doppelgänger gejagt. Bevor das Event startet, werdet ihr auf der Karte einen kleinen pulsierenden roten Punkt sehen, der den Spieler markiert, bei dem das Event starten wird. Beginnt der Kampf mit dem Doppelgänger, dann seht ihr einen roten markierten Bereich auf der Karte und in diesem Kampf müsst ihr euch dann einfach nur anschließen. Habt ihr den Doppelgänger besiegt, gibt es den Erfolg Doppelbeseitiger. Während des Doppelgängerkampfs kann es auch dazu kommen, dass von eurem Charakter ebenfalls ein Doppelgänger erscheint. Wird dieser während des Kampfes besiegt, dann gibt es zusätzlich den Geheimerfolg Betrügersyndrom. Im Ödland könnt ihr hinter einem kleinen Sandportal im Osten mit eurem Schakal hindurchspringen und eine Statue von Abaddon finden. Vor dieser müsst ihr euch für den Erfolg Pfad der Götter hinknien, benutzt ihr jedoch das Emote / tanzen und tanzt vor der Statue, dann wird sie euch mit bedrohlichen Laserstrahlen brutzeln und den Erfolg Tanzen bis zum Umfallen bescheren. Für den letzten Geheimkartenerfolg müsst ihr im Ödland in diesen kleinen Rohrabschnitt beim Schwefelsteinbruch. Dort angekommen interagiert mit dem erweckten Leichnam und lest dort die Notiz. Begebt euch dann anschließend nach Südosten zur Höhle der Vergessenen. Hier müsst ihr das Event der zwei Geister Maimo und Kirsia machen und zunächst vergessene Relikte sammeln. Anschließend heftet euch an die Fersen von Maimo und macht das Folge-Event, um einen Schlüssel zu finden. Habt ihr ihn gefunden, dann geht es wieder zurück ins Lager und dort startet dann das Event, bei dem ihr Buran eskortieren müsst. Dieser nutzt dann den zuvor gefundenen Schlüssel und führt euch in eine versteckte Kammer von Palavajoko. Sprecht nun mit der verlobten Dorfbewohnerin auf der Couch und benutzt die Dialogoption, dass ihr die Notiz über Tiba bei den Galle-Quellen gefunden habt. Nun könnt ihr in den Elon-Flusslanden die Wegmarke Olishas Oasenlager nutzen und hier bei der fahnenflüchtigen Basma den Erfolg Das Opfer einer Familie abschließen, indem ihr ihr berichtet, dass ihr Tiba gefunden habt. Das waren schon die geheimen Path of Fire Kartenerfolge, welche man leicht übersehen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao.